Schaut doch mal, Freunde, wie viele tolle Spiele ich euch wieder organisiert habe. Ja. Wer hat denn jetzt Lust auf einen schönen AAA-Titel für einen schönen Beitrag? Ja, immer mit der Ruhe, Freunde. Oh nein, alle Spiele sind weg. Jetzt haben wir gar keine Themen für unsere Sendung. Get Two's verloren. Ich bin Captain Retro und ich werde Game 2 retten! Cool! Und wie? Ganz einfach. Ich werde eure Lieblingsspiele aus eurer Kindheit herzaubern. Ihr werdet sie reviewen und schauen, ob die heute noch cool sind. Oh ja, dann kann ich Synchron auf Mana machen! Oh nee, ey, das guckt doch keine Sau. Tja, andere Spiele gibt's nicht. Aber wenn ihr wollt, dass Game 2 abgesetzt wird? Nein! Ja, ist ja gut, wir machen eine Retro-Sendung. Geil! Und ich fange direkt mit Synchron auf Mana an. Du bleibst hier. Okay, also, seid ihr bereit für das geilste Spiel ever? Ja, ich hoffe es. Ja. Mich freut es einfach, dass wir heute klären konnten, dass Secret of Mana halt einfach das geilste Spiel der Welt ist. Ich meine, zwei Leute haben das gespielt, die es vorher noch nie in der Hand hatten. Und die waren halt hellauf begeistert. Also, die sind übergesprudelt vor Freude. Und das ist Secret of Mana. Aber ihr müsst doch mal sagen, wie schön ist dieses Spiel? Oh, Bogen erreicht er. Du meinst optisch? Ja. Ja, dieser Nebel, dieser Parallax-Nebel gefällt mir schon gut. Ja, auf jeden Fall. Das sieht schon sehr schick aus. Oh, das habe ich. Jetzt werden sich hier die Technikfreunde unter uns richtig freuen. Ja. Pass auf. Wow. Pass auf, geil, pass auf. Ne, das ist Super Nintendo, ne? Aber pass auf, was jetzt gleich kommt. Was? What the hell? Man sieht die ganze Welt. Man kann sich das merken und sich danach orientieren. Das ist echt nicht schlecht. Puh, ja. Die Grafik. Natürlich, es gab diesen kurzen Wirbelmoment, der war aufregend. Der Rest war halt Pixelschmonz. Das war in der Kindheit immer mein Albtraum-Boss, weil wir da echt richtig oft gescheitert sind. Und da ist die liebe Hexe. Wollt ihr das lesen? Hagen, was hast du getan, Tura? Wo ist er hin? Wer ist denn Hagen? Ich habe ihn nur zu den Ruinen bei Pandoria geschickt. Tantalus wird besser mit ihm fertig. Wie konntest du nur? So bin ich halt. Aber genug geplaudert. Ich verfüttere euch jetzt an meinen süßen Schmusekater. Das Writing, müsst ihr sagen, ist schon auch top-notch, oder? Ja, stabil. Ey, ich habe keine Ahnung, worum es geht. Wir haben irgendeine alte Hexe ausgepeitscht. Sie hat gekichert, sie hat irgendeinen Typen, den ich noch nie gesehen habe, irgendwo hin teleportiert. Zu einem anderen Typen, von dem ich auch noch nie irgendwas gehört habe, aber der scheint böse zu sein. Dann kam halt ihre Katze, die haben wir ausgepeitscht und danach war die Hexe gut. Classic Hexen-Subplot. Kann man machen. Aua! Ey, ich hab direkt was verloren. Das ist okay. Ich lieg doch auf dem. Ey! Konzentrieren. Ich hab drei Schläge bekommen, ohne hier. Willst du etwa sagen, der Boss? Au. Ja, möchte ich. Nicht beschweren, kämpfen. Ich lieg immer noch am Boden. Nicht beschweren, kämpfen! Aber der Bosskampf ist schon geil, oder? Also ich meine, ja, klar, da ist, da geil. Ist schon ganz schön, geht's ab. Die Bosse waren auf jeden Fall gut unfair. Oh, oh. Mann. Ey, der hat eine Range, das kann man überhaupt nicht einschätzen. Ja, aber selber! Ja! Wir haben es geschafft beim ersten Versuch, ich hätte es nicht erwartet. Wow! Ja! Ja! Und was sagt ihr so zur Musik? Die ist auch geil, oder? Die ist ja auch richtig geil, ja. Das ist so, wir sind ja gerade in deinem Kinderzimmer, wenn dir jemand sowas zeigen will und dann die ganze Zeit sagt, und, das ist toll, oder? Oh. Der Soundtrack, der ist wirklich ultra geil. Der Soundtrack, der kann sich absolut heute noch sehen lassen. Hören lassen. So, ich muss sagen, ich würde mir den Soundtrack auf YouTube anmachen und dann ein anderes Spiel spielen. Also, bis jetzt. Hörst du die traurige Musik? Also ich habe ja noch nicht, vielleicht wird's ja noch. Ich bin nur das ist doch super, wir haben doch super viel Spaß. Ja, wir haben Spaß, aber ich bin noch so schlecht. Du bist dafür kann das Spiel ja nichts. Das sieht ja süß aus. Müssen wir es töten? Oh, jetzt ist ein kleiner Dino. Oh, wow. Ein Yoshi, der hat mich hier vereinigt. Lass ihn los, hässlicher Yoshi. Ich komm da nicht weg. Naja, solange er dich angreift, darf er mich nicht. Aber ich bin jetzt tot. Oh, jetzt sucht er sich ein neues Ziel. Ah, rette mich. Geil. Markus, du musst es machen. Okay. Du musst es machen. Du schaffst das. Und gut. Das schaffen wir nicht.
Das schaffen wir nicht. Und dann, das was? Können wir nicht einfach den besiegen, ohne Schaden zu nehmen? Willst du das versuchen? Ja, klar. Wir sind drei Leute. Ich sehe unsere Chancen deshalb nicht steigen. Der Koop ist eigentlich das, was mich am meisten überrascht hat. Denn ich wusste nicht, dass man zusammenspielen kann. Ja, Koop, natürlich, Koop ist mega geil. Also, dass man so ein Spiel zu zweit oder sogar zu dritt spielen kann. Ah, ja! Du hast... Nein. Du bist tatsächlich der Held. Siehste, sag ich doch, wir schaffen das. Das Spiel thematisiert die Kraft der Freundschaft, Freunde. Ja, das merke ich. Das funktioniert auch bisher sehr gut. Ja, ne? Ja. Wir sind gleich ein bisschen enger zusammengewachsen. Ja, jetzt. Total. Ich bin's. Mach heilen, heilen. Auf. Heilen! Nimmst du dann, du Arsch! Nein! Oh! Ich habe aber noch einen Screenshot gemacht. Nee, das geilste Spiel der Welt jetzt vielleicht nicht. Aber es ist ein gutes Spiel. Ich möchte es noch weiterspielen jetzt. Secret of Mana ist eins der geilsten Spiele der Welt, habe ich gehört. Vielen Dank, das war's. Cut. Ich raus. So, das reicht. Was, das waren 5 Minuten? Ich habe noch nicht mal erwähnt, dass Secret of Mana... Husch, husch! Husch! Und? Was hast du dir ausgesucht? Ich hätte vielleicht an Final Fantasy gedacht, vielleicht auch Metal Gear, aber da weiß ich... Metal Gear? Das finde ich toll! Wow, cool! Nimm's. Viel Spaß. Ich muss gestehen, ich habe etwas Angst davor, Metal Gear Solid nach über 20 Jahren wieder anzurühren. Der Stealth-Action-Shooter von Hideo Kojima hat mich in meiner frühen Jugend so sehr geprägt, wie wahrscheinlich kein zweites Spiel. Vor allem aber hat es mir erstmals so richtig gezeigt, dass ein Videospiel so viel mehr sein kann als ein bloßer Zeitvertreib. Nämlich höchst unterhaltsam, fesselnd, emotional, kreativ und cinematisch. Die große Frage ist jetzt, wie gut spielt sich Metal Gear Solid im Jahr 2021? Schon im ersten Ladebildschirm regt sich bei der ikonischen Melodie die erste Nostalgie-Gänsehaut. Babab, 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 babab. Ach ja, so schön der Nostalgie-Kick in den ersten Minuten auch ist, ja, so hässlich ist dieser Mistkerl hier. Prinzipiell ist das ja ein guter Controller, nur will Metal Gear leider mehr, als der Controller eigentlich kann. Erstmal fehlt ein Analogstick, weshalb man sich nicht wirklich geschmeidig bewegen kann. Gerade bei solchen Abschnitten nervt das einfach extrem. Auch das Zielen ist eine ganz schön fummelige Angelegenheit. Zwar haben die Waffen eine Art Auto-Aim, nur funktioniert der meist erst richtig nach dem Abfeuern von mehreren Schüssen. Der olle Controller kann den Spielspaß sogar noch mehr schmälern. Wenn man so wie ich mit der PlayStation Classic und damit dem klassischen Controller spielt, sieht einer der besten Boss-Momente nur so aus. Now I will move your controller by the power of my will alone. Ja, ich weiß, ein DualShock-Controller mit seiner Vibrationsfunktion würde zumindest dieses Problem lösen, aber da gibt's ja noch mehr. Die Aktionstaste und die Nahkampftaste sind dieselben. So kann es schon mal zur Herausforderung werden, den Aufzug zu rufen. Genauso schwierig ist es oft, die Gegner in den Schwitzkasten zu nehmen, weil man mit der gleichen Taste auch Würfe ausführt. Aber was ich am wenigsten verstehen kann, wieso kann man sich in einem Schleichspiel auf alle erdenklichen Arten fortbewegen, außer schleichend? Auch einige Spieldesign-Entscheidungen sind vielleicht aus heutiger Sicht nicht mehr die spaßigsten. Zum Beispiel muss man für den Kampf gegen Sniper Wolf erstmal ein Scharfschützengewehr besorgen. Wo das liegt? Na, ganz am Anfang des Spiels. Also muss ich schön den elendig langen Weg zurücklatschen, während Meryl langsam verblutet. Das nervt sogar Snake. The second floor basement of the tank hangar. I have to go all the way back there. Außerdem musste man schon in Metal Gear 1 Kojimas Obsession für abartig lange Treppen ertragen. Das klang damals vielleicht nach krasser Action, heutzutage ist das eher krass eintönig. Und dann wären wir auch schon bei den noch längeren Zwischensequenzen. Wahrscheinlich verbringt man sogar mehr Spielzeit damit, sich Cutscenes anzusehen oder Codec-Gesprächen zu lauschen. Na gut, wobei die eigentlich ziemlich gut vertont sind. I'm gonna save Meryl, no matter what it takes. Okay, thanks. Die Gespräche sind außerdem gut geschrieben und verleihen den Charakteren wirkliche Tiefe. Eigentlich bekomme ich sogar gar nicht genug von den Dialogen. Die brechen sogar regelmäßig die vierte Wand, indem sie Snake und damit mir als Spieler die Steuerung erklären. Generell geht Metal Gear Solid sehr kreativ mit der Tatsache um, dass es weiß, dass es ein Videospiel ist. Zum Beispiel muss ich an einem Punkt im Spiel Meryl anfunken. Dummerweise habe ich aber ihre Nummer nicht. Ich bekomme aber den Hinweis, dass sie auf der CD-Rückseite stehen könnte. Welche CD-Rückseite, fragt ihr? Na, die tatsächliche Verpackung vom Spiel! Funktioniert übrigens auch mit dem Karton der PlayStation Classic.
Aber auch der wohl legendärste Boss-Moment der Videospielgeschichte funktioniert immer noch auf beeindruckende Weise. Wer den jetzt immer noch nicht kennt und auch nicht hören will, Vorsicht, Spoilergefahr. Ich rede natürlich von Psycho Mantis. Der hat solch enorme Mentalpower, dass er all eure Gedanken lesen kann und deswegen allen Angriffen ausweicht. Um ihn zu besiegen, müsst ihr euren Controller in den zweiten Slot stecken und schon kann Psycho Mantis eure Eingaben und somit eure Gedanken nicht mehr lesen. Aber auch nach dem Kampf glänzt der Bösewicht, denn darauf folgt ein wirklich emotionales Gespräch, das den Feind plötzlich ganz menschlich wirken lässt und sogar fast schon Mitleid in mir weckt. Und das ist kein Einzelfall, denn die Charaktere und vor allem die Bossgegnerinnen und Gegner sind nicht nur äußerst ikonisch, sondern auch extrem gut geschrieben. Generell konnte ich den Controller kaum beiseite legen, weil mich die Geschichte auch nach über 20 Jahren noch vor dem Bildschirm fesselt, obwohl ich schon weiß, was passiert. Was als relativ standardmäßiges Agentenabenteuer beginnt, baut sich nach kürzester Zeit zu einem extrem spannenden Drama mit einer dicken Ladung Gesellschaftskritik auf und schafft es dabei sogar Cyber-Ninjas und atomare Dino-Max in eine glaubwürdige Geschichte zu packen. It's like one of my Japanese animes. Genauso begeistert bin ich auch heute noch von den zahlreichen kreativen Spielideen. Um zum ersten Boss zu kommen, muss man zum Beispiel versteckte Gänge finden, indem man die Wände abklopft und sie dann wegsprengt. Oder hier, um aus der Zelle zu entkommen, könnt ihr euch auf den Boden legen, Ketchup als Fake-Blut benutzen und so die dümmliche Wache überlisten, die Zelle zu öffnen. Auch Kojimas Liebe zum Detail ist sehr erfrischend. Die Soldaten waschen sich hier nach dem Toilettengang sogar die Hände. Also, glaube ich. Zumindest weiß ich jetzt aber, woher ich meinen Humor habe. Denn auch Kojima-san ist ein Liebhaber des guten alten Fäkalwitzes und platziert ihn gut verteilt im ganzen Spiel. Mal als Easter Egg, mal als verpixelten, ausgenockten Gegner und auch mal in einer Story-Cutscene. Ja, okay, vielleicht ist nicht jeder humortechnisch in seiner Jugend hängen geblieben wie ich. Was aber jeder mal tun sollte, ist Metal Gear Solid zu spielen. Klar, die 3D-Polygon-Optik ist bei weitem nicht so gut gealtert wie zum Beispiel cartoonige 2D-Welten und die Steuerung ist heutzutage wirklich für den Arsch. Das schafft es aber nicht, das fantastische Spielerlebnis kaputt zu machen. Die Geschichte ist extrem spannend erzählt und Kojimas kreative und ungewöhnliche Ideen suchen auch noch heutzutage ihresgleichen. Metal Gear Solid ist ein Stück Videospielgeschichte, die zum absoluten Pflichtprogramm gehört und zumindest für mich nicht so schnell alt wird. Boah, das war ja hammergeil! Wenn du meinst. Oh, sorry. Jedenfalls, hast du dir schon was ausgesucht? Naja, ich hatte überlegt, Pokémon könnte ich... Nein! Ich meine, nein. Pokémon, das ist ja immer wieder das Gleiche. Warum riskierst du nicht mal was? Nimm doch mal was in 3D von der PS1 oder dem N64. Banjo-Kazooie? Meinst du, es macht heute noch Spaß? Banjo-Kazooie? Ja klar! Mach mal so! Danke! Bitte! Ich hatte damals eine verdammt gute Zeit mit Banjo dem Bär und seiner gefiederten Freundin Kazooie. Die beiden sind das Traumduo vom britischen Erfolgsstudio Rare, das so einige bekannte Videospielnasen hervorgebracht hat. Die Battletoads, Conker, das miesgelaunte Eichhörnchen und Nintendos Donkey Kong hat hier sein eigenes Country bekommen. Von all dem hatte ich als Kind aber noch keine Ahnung. Mir war erstmal nur ein Banjo-Modul in die Hand gefallen. Das und der klobige N64-Controller waren meine Schlüssel zu einem 3D-Jump'n'Run-Abenteuer, wie ich es schon aus dem Pilzkönigreich kannte. Nur war das hier komplexer und seine Charaktere haben mich fasziniert. Die Hexe Grundhilda, die Banjos kleine Schwester Tutti gefangen nimmt, fand ich gruselig. Den Maulwurf Bottles, der die neuen Moves beibringt, knuffig. Und Kazooie, die Banjo manchmal ihre sarkastischen Spitzen an den Kopf wirft, hat mich zum Lachen gebracht. Das letzte Mal, als ich dich herumschleppen musste, warst du noch ein strammer Bär. Und jetzt, guck dich an. Du bist höchstens noch entbehrlich. Neben einem Haufen Vogelgags kannte ich auch irgendwann die Gehässigkeiten auswendig, die Grundhilda von der Spitze ihres vermoderten Turms reimt. Dessen verwinkeltes Inneres stellt die Hub-Welt dar, in der man auf der Suche nach Tutti die einzelnen Level finden und über ihr passendes Porträt erstmal freischalten muss. Nur ist das hier ein bisschen komplizierter als beim großen Klempner-Vorbild Super Mario 64. Ihr sammelt in jedem der neuen Level 100 Noten. Die fungieren als Türöffner im großen Hexendomizil. Für die Porträts braucht ihr dann aber noch fehlende Puzzleteile, von denen jeweils 9 in den einzelnen Welten versteckt sind.
Fürs Finden der 5 bunten Jinjos gibt's dann nochmal eins. Aber das war noch längst nicht alles. Sammeln ist hier das große Motto und naja, ich liebe Sammeln. Neben Puzzleteilen, Noten und Jinjos gibt es hier noch Eier, rote Federn, goldene Federn, diese Honigwaben, Mumbo-Schädel und viele weitere Schalter und Rätsel zu entdecken. An wirklich jeder Ecke findet man was und wird auch für fast alles belohnt. Denn so gut wie jeder Gegenstand hat auch wirklich einen Nutzen. Die Schädel kann man beispielsweise gegen lustige und hilfreiche Verwandlungen eintauschen. Es gab sogar mysteriöse Items, die euch erst beim Nachfolger helfen und die ihr durch schnelles Modultauschen in Banjo-Tooie importieren konntet. Und weil ich auch Videospiel-Trivia und solchen Kram wie Cheatcodes liebe, hat es mich umso mehr gefreut, dass die alte Hexe auch solche Spielereien in ihrer Höhle ebenfalls versteckt oder verloren hat, je nach Auslegung. Ein weiterer Bonus für Grundschul-Sarah: alles redet. Oder so gut wie alles. Denn das bringt sehr viel Charme und Leben in die Welt von Banjo-Kazooie. Die begrüßt einen in den ersten Levels bunt und harmlos, wirkt in manchen Ecken aber doch ernster und auch bedrohlicher, als man es von einem plüschigen Hüpfabenteuer erwarten würde. Ich erinnere mich zum Beispiel an den zum Müllzerkleinerer degradierten Roboterfisch Clanker. Bei der ersten Begegnung wirkt er bedrohlich. Aber dann bittet er hilflos um ein bisschen frische Luft und wenn man tief unten an den gruseligen Grund getaucht ist und ihn befreit hat, bemerkt man beim zweiten Hinschauen blutige Wunden an seinem geschundenen und doch nicht komplett metallenen Körper. Solche Wendungen machen Banjo und Kazooies Reise einprägsamer, als es zunächst erscheint. Und damit lohnt es sich eben auch für ältere Spieler und Spielerinnen. Als Kind verläuft man sich allerdings regelmäßig in der ziemlich großen Hub-Welt, in der es auch furchtbar undurchsichtige Umgebungsrätsel gibt. Komfortfunktionen wie Karten, Fehlanzeige. Und erklärt wird einem nach dem Erlernen der Moves so gut wie nichts mehr. Es gibt keine Hinweise oder Aufgabenstellungen für die Puzzleteile, weder beim Betreten der Levels noch innerhalb der Welten. Da steht man dann als kleiner Kürbis und weiß nicht, wo man hinhüpfen soll. Und das ist ein gutes Stichwort, denn die ein oder andere Geschicklichkeitspassage ist auch ziemlich frustig. Oft rutscht man von rettenden Kanten oder hat Probleme, vor dem Abgrund stehen zu bleiben. Und lasst uns nicht übers Tauchen oder automatische Perspektivwechsel der Kamera reden. Wirklich sauber lässt sich das alles nicht steuern, weder mit dem N64-Controller noch mit dem Xbox-Pad. Da ist man heutzutage einfach was ganz anderes gewohnt. Trotzdem macht es aber nach wie vor auch in der neu aufgelegten Rare Collection verdammt viel Spaß. Da sieht's auch weniger unscharf aus, steuert sich vergleichsweise besser und ja, ich würde sagen, Banjo-Kazooie kann man auch heute noch nachholen. Wenn man Bock auf Retro hat und auf 3D-Hüpf-Action und mit einer kleinen Nostalgiebrille vielleicht. Hä? Das war's schon? Naja, ich könnte dir noch was über die anderen Level erzählen. Nee, gibt's sonst nichts am Spiel, was dich nervt? Nö, wieso? Passt schon. Ich nehme, was ich kriegen kann. Na, Chef? Hast du schon ein Spiel ausgesucht? Hä? Ich mach doch keinen Beitrag. Ich bin Chef, du Lappen. Hast die Mail nicht gelesen? Welche Mail? Mail vom Betriebsrat. Tim muss auch ein Spiel reviewen. Sonst macht er sich strafbar wegen Ausnutzung der Mitarbeiter. Innen? Ja. Mist. Nun denn, ich habe ganz tief in deine Seele geschaut und gesehen, dass du früher ganz viel Konflikt Desert Storm gespielt hast. Ja, Konflikt Desert Storm habe ich damals auf dem GameCube echt rauf und runter gespielt. Ich weiß heute noch, wie es mich vom Grabbeltisch aus angegrinst hat und ich mir dachte... Ballern. Und es wurde geballert. Aber mit Vorsicht. Conflict Desert Storm ist nämlich ein Taktik-Shooter. Die waren damals ziemlich beliebt. Bei Spielen wie SOCOM, Rainbow Six, Splinter Cell oder Metal Gear hat man nicht hirnlos alles weggeschrotet, sondern vorher wenigstens versucht, sich einen schlauen Plan zurechtzulegen. Und so gab es auch bei Desert Storm immer zumindest die theoretische Möglichkeit, eine Mission lautlos abzuschließen, was auch Sinn macht. Schließlich ist man hier im Zweiten Golfkrieg verdeckt im Feindgebiet unterwegs. Um die Invasion des Iraks in Kuwait aufzuhalten, sabotiert man Militäranlagen, rettet Gefangene oder macht irgendeinen anderen wichtigen Militärkram. Das Besondere dabei, die 4 Mitglieder von Alpha 2 haben alle verschiedene Fähigkeiten und können auch alle einzeln gesteuert werden.
Zu Beginn seid ihr allerdings noch allein unterwegs, aber schon nach ein paar Missionen ist euer Team vollständig, bestehend aus den üblichen Klischeesoldaten. Einem Scharfschützen, dem Typen mit dem MG, einem Kabum-Experten und Bradley, der mit der normalen Knarre. Am besten funktioniert Desert Storm natürlich im Koop-Modus. Ja, geil! Bam! Yes! Nicht schlecht. Ja. Das ist ja viel mehr Rambo, als ich es in Erinnerung habe. Sich zusammen durch die 15 Level zu ballern, macht auch immer noch ziemlich viel Spaß. Oh, 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 nicht beide, nicht beide, nicht beide! Ich hab okay, gerade das okay. Medikit in der Hand, Mann! Okay, ich komme ja schon. Ach, naja, zumindest meistens. Viel besser jedenfalls, als das Ganze allein anzugehen. Damit die Teamkollegen nämlich machen, was man von ihnen will, kann man ihnen entweder über eine relativ umständliche Tastenkombination Befehle geben, wie bleib stehen, komm mit oder geh dahin. Man kann mit dem Digi-Kreuz aber auch einfach selbst die Kontrolle übernehmen. Tut man das nicht, kommt es aber öfter mal vor, dass der Rest eurer Truppe noch irgendwo dumm im Level verteilt rumsteht und auf Befehle wartet. Mit der KI ist es für einen Taktik-Shooter also nicht besonders weit her, was einem besonders beim Schleichen auffällt. Egal wie vorsichtig ihr euch an eine feindliche Basis heranschleicht, es wird der Moment kommen, wo aus irgendeinem fernen Pixelmatsch plötzlich Schüsse auf euch zufliegen, der Alarm ertönt, haufenweise Gegner auf euch zurennen und sich das mit dem Schleichen mal wieder erledigt hat. Oh nein, ey. Mann, wir haben doch nichts gemacht. Manchmal checken die Gegner aber auch absolut gar nichts, nicht mal wenn man genau neben ihnen steht. Das ist schon ziemlich dumm. Mal davon abgesehen ist Desert Storm aber kein leichtes Spiel. Viel aushalten tun eure Soldaten nicht. Heilen kann man sich nur, indem man aus dem umständlichen Inventar ein Medikit herauskramt. Und theoretisch gibt es sogar Permadeath. Seid ihr tot? Ja, ich glaube, vielleicht nicht. Lasst ihr eure Kollegen, nachdem sie abgeschossen wurden, nämlich zu lange liegen, sind sie für immer futsch und werden durch einen neuen Rekruten ersetzt. Moin Leute. Guten Tag. Wie seht ihr denn so aus? Schön, dass ihr wieder da seid, ihr Null-Sterne-Klassen-Menschen. Guck mal, das ist der Neue. Und wenn wir gerade von der permanenten Verlustangst reden, müssen wir auch über Panzer sprechen. Die sind die absoluten Endgegner im Spiel, weil sie nur mit Explosivwaffen zerstört werden können, von denen es pro Mission nur extrem wenig gibt. Mal abgesehen davon, dass sie binnen Sekunden euer gesamtes Team ausschalten können. Ich schwöre euch, wenn ich schon dieses Geräusch höre. Ich habe heute noch Albträume von diesen verdammten Panzern. Weil man keinen Bock hat, das gesamte Level nach dem letzten verbleibenden Raketenwerfer abzusuchen, schickt man sogar ein heißgeliebtes Teammitglied mit C4 auf eine Harakiri-Mission. Ich meine, hallo? Schaut, wozu mich dieses Spiel treibt. Ich erkenne mich selbst nicht mehr wieder. Und wofür eigentlich? Ein Spiel, was selbst 2003 schon hässlich war, mit Matschtexturen, flimmernden Kanten und Billo-Animationen wie der hier? So lädt man einen Raketenwerfer nach? So? Lass nur so blöde, Mann, das ist nicht witzig. Sorry, aber wir sind fast fertig mit der Sendung. Nur noch ein Beitrag. Noch ein? Mann, ich habe keine Redakteurinnen mehr. Wie? Aber es muss doch noch jemanden geben. Ja, höchstens Berti, aber der hat heute frei. Nice. Oh, hallo. Ansage vom Chef, Urlaub ist vorbei. Oh, schade. Ich habe hier ein Spiel für dich, das sollst du reviewen. Und zwar eins, was du damals richtig toll fandest, das aber super scheiße gealtert ist und dir seelische Schmerzen bereiten wird. Hier, GTA 3. Hä? Das fand ich damals echt geil. Oh.
Boah, das sieht ja richtig geil aus. Welches Spiel ist das? Das GTA 3. Das ist schon ganz schön nice. Aber es ist viel zu cool für dich, du kleiner Junge. Das stimmt gar nicht. Ich bin auch cool. So, jetzt bin ich ein echter Gangster. Stimmt, jetzt bist du Gangster. Viel Spaß. GTA 3 hat einen besonderen Platz in meinem Herzen, weil es meine Leidenschaft für das Open-World-Genre entfacht hat. Etliche Stunden habe ich in der lebhaften Nachempfindung von New York namens Liberty City verbracht. Ob im Auto oder zu Fuß, immer hatte ich das Gefühl, in einer komplett anderen Welt zu sein. Man konnte seinen inneren Teufel rauslassen und ordentlich Chaos in Liberty City verbreiten. Mitten im Chaos dieser Metropole übernehmen wir die Rolle des stummen Gangsters Claude. Der wurde bei einem Bankraub von seiner Crew verraten, erhält aber eine zweite Chance, indem er beim Gefangenentransport durch einen Bombenanschlag fliehen kann. Also müssen wir die Gangster-Karriereleiter komplett von vorn aufsteigen. Eine Bruchbude muss erstmal als Unterschlupf herhalten und mit einfachen Jobs für die Mafia halten wir uns über Wasser. Und es dauert auch nicht lang, bis sich diese einfachen Gefälligkeitsjobs vom simplen Erteilen einer Lektion oder dem Klauen von wertvollen Luxuskarren hin zum absolut eskalierenden Bandenkrieg zwischen Mafia, Triaden und der Yakuza entwickeln. Nothing drives down real estate prices like a good old-fashioned gang war, apart from an outbreak of plague. But that might be going too far in this case. Was mittlerweile ikonisch für die GTA-Reihe ist und natürlich keinesfalls fehlen darf, der gewohnt abgedrehte Rockstar-Humor voller Gesellschaftskritik, der sich durch die gesamte Spielwelt zieht. Seien es die abgedrehten Zwischensequenzen zu Beginn der Mission oder die absolut überspitzte Darstellung der Medien. Von einem GTA erwartet man einfach, dass der American Way of Life komplett ins Lächerliche gezogen wird und das kommt auch bei GTA 3 nicht zu kurz. Aber Moment mal, was ist denn das? Wo ist denn die immersive und realistische Spielwelt hin? Alles, was ich sehe, sind nur eine Handvoll Passanten und Autos. Die Grafiken sehen auch absolut grau, matschig und ekelhaft aus. Und Liberty City ist durchzogen von Kantenflimmern. Oh Mann, fuck. Und ich weiß ja nicht. Irgendwie sind die Zwischensequenzen zu Beginn auch nicht mehr so ikonisch wie in meiner Erinnerung. Längst nicht so witzig wie in den späteren Teilen und irgendwie dienen die hier nur als kurze Missionsbeschreibung. Und dann ist da noch Claude. Warum sagt der nix, verdammt? Das ist einfach nur weird und psycho as fuck. Aber in der Spielwelt scheint es einfach niemanden zu jucken. Was soll der Scheiß? You're an efficient killer. I like that in a man. Ach ja, und die Missionen selbst, die sind aus heutiger Sicht auch oft der reinste Mist. Gerade in der ersten Spielhälfte fühlt man sich nicht wie ein Gangster, sondern eher wie ein Chauffeur für das ganze Gaunergesocks von Liberty City. Klar gibt es ein paar Missionen, die dann doch noch ganz spannend und unterhaltsam sind, aber die meiste Zeit ist eher dröges Herumfahren angesagt. Aber Bertan, bleib ruhig. Immerhin konnte ich damals in GTA 3 meinen inneren Teilzeitganoven rauslassen und war damit der härteste Typ in meinem Freundeskreis. Sich einfach mal wie ein Gangster im berühmt-berüchtigten Ammunition-Shop mit Waffen eindecken und die feindlichen Banden aufmischen. Aber, ach komm, sogar das ist mittlerweile scheiße? Ich meine, wie Claude und die anderen schon die Waffen halten. Selbst als absoluter Waffenlaie weiß ich, dass man eine Knarre so nicht hält. Ach, in Deckung gehen kann man natürlich auch nicht. Heißt, wer als erster schießt, hat gewonnen. Naja, aber zumindest das ist noch geil. Der Soundtrack. Und der ist immer noch Bombe. Ja, Baby, GTA 3 ist doch nicht so scheiße. Und wenn ihr mit dieser Mucke richtig Gas gebt, könnt ihr dabei geile Stunts performen. Und dann fliegt ihr, fliegt! Oh, das war wohl jetzt etwas zu weit. Naja, spring ich halt raus aus dem Auto und schwimm zum Ufer. Ach ja, man kann ja nicht schwimmen und stirbt einfach. Gottverdammte! Es schmerzt einfach zu sehr, all diese schönen Erinnerungen. Kann ich endlich aufhören? Ja! Denn ich habe genug Wut, Trauer und Leid in mich aufgenommen, um meine wahre Macht zu entfalten. Was? Du hast die Retro-Spiele nur benutzt, um unsere romantisch verklärten Erinnerungen zu zerstören und dich an unserem Leid zu laben? Ja, so ungefähr. Du hast die neuen AAA-Spiele verschwinden lassen. Genau. Und ich werde meine dämonische Kraft dazu nutzen,
Game 2 zu übernehmen und bis ans Ende aller Tage nur noch schlechte Retro-Spiele zu zeigen. Nein, das werde ich verhindern. Und zwar mit meiner Liebe zu Secret of Mana! Macht der Liebe, Flieg und Sieg! Haha, der Tag wäre gerettet. Und die neuen Spiele sind auch wieder da. Echt? Oh, cool. Okay, dann ab an die Arbeit. Basti, du machst die Abmod. Alles klar. Das war's zu den Spielen unserer Kindheit. Wenn ihr die besten Serien aus der Kindheit von den Leuten von Cinema Strikes Back sehen wollt, dann könnt ihr hier mal auf das Video klicken. Ist auch geil. Wieder schon reingehauen.